Im Chat haben die Leute mir gerade geschrieben, dass Flair, Arafat und Roos auf mein Video reagiert haben. Wir haben uns nicht gestritten. Also dazu würde ich gerne was sagen. Du jetzt, ja? Warte, nein, nein. Jetzt ist Arafat-Reaktion, Bruder. Krass. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Hautz, Arafat redet gut über dich. Gönn dir. Flair, Arafat und Roos reagieren auf Leon Lovelock. Was? Ernsthaft? Doch, die haben kurz auf dich reagiert. Bei dem neuesten Video, oder was? Okay, aber ist das online auf YouTube, oder was? Oder wie ist das, Digga? Wo ist das online? Okay. YouTube it in, man. Ah, okay. Vor 3 Tagen. Krass, Digga, hab ich gar nicht gesehen. Alter, geben wir uns, warum nicht? Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und wir werden jetzt auf ein Video reagieren. Im Chat haben die Leute mir gerade geschrieben, dass Flair, Arafat und Roos auf mein Video reagiert haben. Und auf die Reaktion werden wir jetzt reagieren an der Stelle. Let's get it on. Ihr könnt mir gerne auch auf Twitch folgen. Erster Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen drin. Lass nochmal von vorne machen jetzt, Leute. Ich bin so gehässig wie Herr Rosberg und werde mich in Familienangelegenheiten von Herrn Rosberg nicht einmischen. Na gut, dann lassen wir ihn. Das mache ich aber. Los geht's. So, wir wollten noch das hier angucken. Hier hat der gute Leon nochmal dich in den Titel. Mal von vorne. Ich glaube, der redet hier an dieser Stelle nur über dich. Nein, ach so. Ich gucke mir. Nein, der stellt. Der antwortet nur auf. Der antwortet nur auf Fragen, langweilige Fragen. 50-50. Ja, mach mal. Nein, er antwortet so auf, wie geht's? Was machst du in Mexiko? So, willst du das hören? Er ist in Mexiko? Komplett watching it out, man. Ausgelost, wurde schon ausgelost, letzten Sonntag. Bruder, ich hab weißt das du gestern Bescheid? Schon geguckt. Ja, not, aber die Leute Hayat, nicht mit Benny, mir. Die sind am Start auf jeden Fall. Roos hat gestern schon geguckt. Hayati Benia Latir. Mach mal lauter, kennst du mich den, noch? Fragezeichen. Hören. Mach mal hier. Wo laut? Wo hier? Hier? Nee, hier. Warte. Warte. Die Hayati Benia Latir. Kennst du mich noch? Fragezeichen. Warte. Ich geh mal. Mal über Baru kennengelernt, glaube ich, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich warte. Weil für mich er da in der Öffentlichkeit. Ein bisschen vielleicht so. Bisschen enttäuscht. Weiß ich nicht. Nie wirklich wütend. Nö. Also ich war ja nie wütend. Nö. Also ich war ja mein nicht. Gott. Tech.skin. Oha, Digga. Roos, Bro, hin und zurück scrollen, Alter. Der bar.tech.ski fragt, bist du noch wütend auf bzw. enttäuscht von Flair? Ja, ich bin auch enttäuscht von Flair. Warum? Ja, die labern hier was von, die kriegen Essen. Seit 2 Stunden warte ich auf mein Essen. Da steht dein Essen. Warte. Essen it out, man. Oh Mann. Aber warum soll er denn enttäuscht sein von dir? Ich weiß auch nicht, Bro. Ich will es ja hören, darum hier. Ihr fickt mich seit einer Stunde. Jetzt. Also ich war nie wirklich wütend. Enttäuscht. Weiß ich nicht. Bisschen vielleicht so. Why? Bisschen vielleicht. Weil für mich halt irgendwie. Ich fand's ein bisschen schade einfach so, dass er da in der Öffentlichkeit bei Cynic irgendwie so halt relativ negativ über mich geredet hat so, obwohl eigentlich gar nicht, also es ist nichts passiert, zwischenmenschlich oder so, weißt du, was ich meine? Mach mal Pause. So, wir haben uns nicht gestritten. Also dazu würde ich gerne was sagen. Du jetzt, ja? Warte, nein. Jetzt ist Arafat-Reaktion, Bruder, krass. Enttäuscht wird von Flair ist keine Kunst. Hey. Er hat dich gehabst. Ich hab's dich gleich. Also ey. Es kann doch gar nicht zwischenmenschlich irgendwas sein, weil wir sind jetzt auch keine Freunde gewesen. Ja, er sagt irgendwie, der war wahrscheinlich enttäuscht, dass du mit ihm cool warst. So cool. Und dann ich bin hast immer du noch cool. Cynic, schlecht ja, über ihn geredet oder vielleicht so. Aber Flair versteht man auch falsch, ich meine das ernst. Wenn er redet, wenn man Flair kennt, dann versteht man ihn. Also wenn ich so Interviews höre von ihm und er redet über jemanden, ich weiß, dass er, der andere versteht das so 1:1.
Aber wenn man ihn kennt, meint das eigentlich ganz anders. Ich versuch einfach nicht hinzuhören, damit wir lange Freunde bleiben. Ja, und ihr habt das ja auch in der Reaction schon gesehen. Ich habe ja eine Reaction hochgeladen zu diesem Cynic-Talk, wo Flair da mit Cynic geredet hat, so. Und da habe ich ja auch gesagt, dass es jetzt nicht so, das hat mich jetzt nicht krass getroffen oder so. Weißt du, was ich meine? So, ich fand es ein bisschen schade. Jetzt krass enttäuscht oder dass ich jetzt wütend war oder so, gar nicht. So, aber ich fand es halt einfach ein bisschen schade, so. Aber ich habe keinen Hass, keinen Hate, kein Nix. Alles cool auch von meiner Seite. Wisst ihr ja, habe ich ja schon 2-3 Mal gesagt. Nein, Alter. Die Kanaken untereinander halten wieder zusammen, Alter. Da kennt ihr Flissi nicht, du Arsch. Die Kanaken halten wieder zusammen, Alter. Oh Mann. Wir haben kein Beef gehabt. Was sagt er? Es ist nichts passiert so. Deswegen vom Verständnis her war das für mich nicht so richtig klar, warum. Was ist jetzt der Grund, was ist der Sinn und so. Aber muss jeder für sich wissen. Am Ende des Tages bin ich, er ist er. Er wird schon wissen, was er tut, was er nicht tut. Ich will mich mehr auf mich konzentrieren und nicht mehr auf das, was Leute über mich sagen, gegen mich sagen. Keine Ahnung, Digga. Ich habe mein eigenes Leben. Warum schreibst du dann Flair in deine Beschreibung davon, und reagierst auf so krass zu urteilen, ja, oder reich, danke. Irgendwie die. Warum ich Flair in die Beschreibung schreibe, ist, weil einer mich gefragt hat, ob ich enttäuscht von Flair bin und wie es mit Flair aussieht. Weißt du, was ich meine so? Das war halt Thema vom Video. Ich habe es ja nicht einfach so reingeschrieben. Brauchen wir auch ein paar Klicks, ja, was ist mit dir reicht, los? Reicht. Ja, ist doch nur Klicks. Okay, hey Leon, alles Liebe. Du bist Dings, Alter. Ganz ehrlich, ich mag ihn. Ich mag dich auch, alles gut, Mann. Ey, reicht doch jetzt. Oh, wieder der Heuer, Alter. Boah, lass mal weiter. Ich küsse euer Herz auf jeden Fall. Grüße gehen raus, Bro. Ich habe mit Bushido mal getroffen, in einem Café. Das ist später. Arafat den Man. Ja, war ja jetzt nichts Wildes, ne, Freunde? Aber cool, Mann. Cool, Alter. Wenn das jetzt, keine Ahnung, Mann. Ist doch gut, wenn nichts zwischen uns steht, weißt du so? Ist das Beste, Bruder. Beef it out, man. Positive Vibes it in, man. So, was soll ich euch sagen? Von meiner Seite aus sowieso, wisst ihr. Yes. Ey, die haben echt stundenlang gestreamt, Alter, wahrscheinlich, ne? Da sind ja jetzt schon 5 Videos rausgekommen. Krass auf jeden Fall. Die Kombination ist auch, also es ist halt eigentlich auch, ist schon wild, ne? Arafat, Flair und Roos machen Stream so 3-4 Stunden. Hätte man vor 2 Jahren auch nicht erwartet, so. Heftig. Auf jeden Fall war das Thema gewesen. Ich würde sagen, seid ihr bereit oder was? 6 Stunden. German News TV. 6 Stunden. Krass, Mann. Krass, Mann. Heftig. Ich habe mir nur so 3-4 Highlights reingezogen bis jetzt, aber da kommen wahrscheinlich wieder 4. Heute wieder Stream mit Arafat, Roos und Flair. Krass. Machen die das jetzt regelmäßig, ja? Ist eine krasse Kombination, Bruder, sag ich dir ehrlich. Ist eine krasse Kombination auch für die Reichweite und so. Läuft. Läuft. Auf jeden Fall,